Die meisten Menschen leben so, als hätten sie unendlich viel Zeit. Sie vergessen, dass sie eines Tages sterben werden. Das kann in 50 Jahren sein, das kann in 60 Jahren sein, das kann aber auch in einer Minute sein. Dich jeden Tag an diesen Fakt zu erinnern, ist nicht ein negativer Gedanke, auch wenn viele Leute es gerne so sehen, dass sie sagen, oh, ich will mich doch nicht an meinen eigenen Tod erinnern, das ist ja katastrophal, das ist ja schrecklich. Nein, es ist die ultimative Befreiung, wenn du dich jeden Tag daran erinnerst, dass du eines Tages stirbst. Memento mori. Erinnere dich daran, dass du sterben wirst. Du bist sterblich. Genau wie jeder Mensch, den du kennst. Jeder Mensch, der dir lieb ist, deine Eltern, deine Brüder und Schwestern, deine Freunde, deine Bekannten, jeder Mensch auf dieser Erde, er wird irgendwann tot sein. Dieser Gedanke ist der motivierendste und befreiendste Gedanke, den du haben kannst. Denn wenn du die Dinge, die dich im Alltag aufregen, mit dem Tod vergleichst, wenn du die kleinen Fehler, die du im Alltag machst, mit deiner Sterblichkeit vergleichst, dann erscheinen sie plötzlich wie Kleinigkeiten. Und du merkst, dass am Ende des Tages all das nicht wirklich wichtig ist. Denn wir alle machen Fehler. Wir alle regen uns mal über Kleinigkeiten auf. Wir alle machen uns mal Gedanken über die Meinung anderer Menschen. Doch dann merken wir wieder, oh ja, eines Tages bin ich weg. Eines Tages gibt es mich nicht mehr. Eines Tages ist meine Zeit hier vorbei. Und im Angesicht dessen wirkt das alles wie eine Kleinigkeit. Plötzlich merkst du, wie wichtig, wie wertvoll deine Lebenszeit ist. Und dann hält dich nichts mehr davon zurück, das zu machen, was du wirklich machen willst.